Hello everyone, welcome back to my channel. Hallo zusammen, willkommen zurück zu meinem Kanal. Ja, das ist die neue Schmuckschalenform von Molds and Shapes. This is the new trinket tray mold from Molds and Shapes. And it's the M size, also es ist die M-Größe. And it is very amazing. Ja, die ist einfach wunderschön. And I'm starting with my pour. And as you can see, I mixed some herbs into my resin because my pour is Provence inspired. I was on holiday in the Provence and I thought I use natural products from the Provence. Ja, mein Guss ist Provence inspiriert und ich habe mir gedacht, ich gieße einfach mit Produkten aus der Provence. Ich war in der Provence im Urlaub. And I'm just starting with my rim, and the rim is the herbs of the Provence mixed in resin. So, und ich starte auch mit dem Rand, und der Rand ist gegossen mit den Kräutern der Provence. Ja, dies ist eine Kollaboration mit Molds and Shapes und mit Claire's Crafty Corner, und ich freue mich wirklich drauf zu sehen, was Claire gießt. This is a collaboration with Molds and Shapes and Claire's Crafty Corner. And I'm very curious what Claire's gonna do. Ah, yeah. So anyway, but back to my pour. I do my next layer, and my next layer is first the clear resin. Also als mein nächsten Lage ist erstmal klares Harz. I just fill as much into the mold so that the bottom is covered. Ja, ich fülle mir so viel klares Harz in meine Form, so dass der Boden erstmal bedeckt ist. And I can tell you I'm very, very excited about this collaboration. I'm so curious about Claire, what she's doing. I have no idea. Ja, ich bin echt nervös mit dieser Zusammenarbeit und ich freue mich schon darauf zu sehen, was Claire macht. So, aber jetzt nehme ich mir meine Steinchen, die habe ich mir von unterwegs gesammelt und ich fand die Farben so schön. Und die gebe ich einfach an einem Rand, am unteren Rand der Form. So, I just place my stones. I found them on the ground and I liked the color and I thought this is perfect for my pour and for the colors of the Provence. So I'm just placing them at one side of the bottom of my mold. And I like the shades of the stones. Ja, ich finde die Farbgebung der Steine finde ich unheimlich schön. Ich habe versucht, relativ kleine Steine zu finden. War nicht immer so einfach, aber ich habe so einige gefunden. Ja, yeah, I tried to find small stones and it was not always easy, but I got what I wanted. So, und jetzt nehme ich mir Zweige von einem Olivenbaum. Die habe ich getrocknet. Die habe ich dann selber getrocknet und gebe die praktisch wie so eine Art Baum rechts und links in die Form hinein. So, I'm now taking branches, small branches from an olive tree. I dried them myself during the holiday and I'm placing them right and left into the mold, as you can see. Also mit Pflanzen zu gießen, das ist für mich noch relativ neu. Deswegen, also bitte verzeiht mir dann irgendwelche Fehler. Und da kennen sich wahrscheinlich viele, viele andere Künstler wesentlich besser mit aus. Aber ich wollte einfach mal sowas gießen. Ja, pouring plants into the mold, I'm not very familiar to. I think I've only done it once or twice before. So please have mercy with me. My next flowers are the lavender. And I bought the lavender on a market. They were already dried because I found when I dry lavender, the little petals of the flower, I lose them. And with the lavender I bought, they were really steady. And I thought I go with the board. Go with some I'm buying.
Ja, ich habe mir Lavender gekauft, also Lavendel gekauft, getrockneten Lavendel, und das gebe ich jetzt in die Form hinein. Den habe ich wirklich gekauft, weil ich habe versucht, ihn selber zu trocknen und da sind mir die ganzen Blütenblätter abgefallen. Also ich bin da noch nicht so Experte. Nur auf den Märkten in der Provence bekommt man Lavendel überall und die Menschen haben das besser drauf, den Lavendel auch zu trocknen. So, this is basically my design of the mold and I'm just giving some more clear on top so that my mold is rather full. Ja, das ist im Prinzip das, was ich machen wollte. Und jetzt gebe ich noch mal ein bisschen klares Harz oben drüber. Bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich hoffe, dass ich nicht ganz so viele Bläschen habe auf der anderen Seite, weil mein Harz ist auch kein dünnes Harz, ist das Art Pro. Das ist das einzige Harz, was ich mit im Urlaub hatte. So, I really hope I don't have too many air bubbles because it's a medium viscosity resin. It's the Art Pro and I took it with me on holiday. It was the only resin I had. So, und das sind jetzt ungefähr 6 Stunden später und ich habe hier einen Sandton in Mica und ich pinsel mir praktisch die Oberfläche jetzt mit diesem Farbton, weil ich möchte so ein mattes, so einen matten, seidenhaften Look als Hintergrund. So, this is roundabout 6 hours later and I'm brushing my mold now or my design with some sand color resin, sand color mica, I'm sorry. And I want to achieve more like a satin design at the background. I don't want a really big shiny background. So I thought maybe if I brush this mica as a background, this will give a good effect. Ja, da bin ich auch noch eine ganze Zeit lang mit beschäftigt. Also ich habe es ja eben schon mal erwähnt, ich bin mal gespannt, was Claire macht. Claire hat ja noch eine andere Form wie ich, das weiß ich. Und ich bin furchtbar neugierig. Ja, I know I repeat myself, but I'm very curious about what's Claire doing, because she has also a trinket tray mold, but a different design. So I'm very excited for her and what she's doing. So I brushed everything and I mixed some of the sand color now into my resin and I'm just filling up my mold. Ja, ich habe jetzt die Sandfarbe in mein Harz gemischt und ich fülle einfach nur meine Form auf. I need to be very careful because the table I was pouring on was not quite level. I tried to get it level, but it was very difficult. Ja, ich muss hier auch ein bisschen vorsichtig sein, weil der Tisch, wo ich dann gegossen habe, der war nicht ganz lotrecht und ich musste aufpassen, dass ich nicht überfülle. Letztendlich habe ich ein bisschen übergefüllt und naja, man kann es ja auch hinterher noch nachbearbeiten. But there you see that I need to level out a little bit. Ja, da seht ihr, dass ich das Ganze ein bisschen ausgleichen muss. But there you go. I think this color is very beautiful. I love this sand color. And now quick torch and then I just see where I can still pour some more resin. Ja, nochmal eben mit dem Sturmfeuerzeug drüber. Dann gehe ich auch nochmal mit ein bisschen Harz drüber. Hätte ich mir wahrscheinlich da sparen können. Aber so ist das halt. Please always be careful when you use the torch. Especially that you don't burn your resin or your mold. Bitte seid immer vorsichtig, wenn ihr euer Sturmfeuerzeug benutzt, damit ihr das Harz und die Form nicht verbrennt. So, and this is now the next day. You see on one side that yeah, I had the overfill and I'm very curious. So, das ist jetzt am nächsten Tag. Ich habe dann natürlich überfüllt, aber ich bin dennoch total neugierig, was ich da fabriziert habe, wie das Ganze rauskommt. And just let's have a look.
Lasst uns einfach mal schauen. Ja, es sieht nicht gerade elegant aus, wie ich das mache. It doesn't look very elegant how I was doing this, but look at that. I'm very happy with the design. You see it later better on the final result. I also have some air bubbles, but I'm absolutely fine with this. Yeah, I'm very happy with the result, but later on you see it better and how it looks because I make a separate video. But I'm very, very happy. But anyway, with this, I love and leave you. And please check Claire's video. Please check out Molds and Shapes because they have a range of trinket tray molds and it's very amazing. Ja, schaut einfach bei Claire vorbei und auch bei Molds and Shapes, weil die haben einige von den Schmuckschalenformen und die sind wirklich wunderschön. Ich sag mal, bis dann, passt auf euch auf, eure Petra. I say, till the next video. Take care, guys. Thanks for watching. Bye-bye.